Ja Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge Let's Play Black Mirror 2 mit mir, dem Pyrus. Wir sind jetzt hier entführt. Nach der Entführung ist vor der Entführung. Naja, obwohl beim ersten Mal wurden wir... War das im Bunker auch eine Entführung? Es ist eher so, wir sind in die Falle des Ordens getappt. Und jetzt wurden wir vom Orden wieder entführt und sind bestimmt immer noch hinten des Ordens. Und müssen uns befreien. Das tun wir jetzt mal. Hallo. Eine grüne Plastikflasche. Ich kann nicht so genau erkennen, was es ist. Juhu, wir können durch die Gegend fahren. Yeah! Was für eine Abwechslung. Cool. Juhu. Ja, fahr schneller. Oh, erreicht die Ziellinie. Das ist eine gute Runde. Ein alter Putzlappen. Ganz offensichtlich wurde er schon sehr lange nicht mehr benutzt. Ja, das will ich mal sehen, wie du das machst. Ich schiebe sie näher ins Licht. Petroleum. Dem Gewicht nach zu urteilen, ist auch noch etwas drin. Okay, cool. Ich höre etwas. Klingt wie ein Fernseher. Es scheint von unten zu kommen. Könntest du dich mal losmachen? Du kannst die Antenne ja weiter RTL gucken. Danke, wär ganz nett. Habe ich Petroleum und was? Auch was ich nicht raustappt. Ein alter staubiger Lappen. Wer immer mich festgebunden hat, wusste, was er tat. Die Möbel wurden abgedeckt, um sie vor Staub zu schützen. Und wenn ich mir den so ansehe, war seit Jahren niemand mehr hier. Ach so, okay. Weil dann lasse ich den Lappen erstmal hier. Fesseln lösen. Ich habe gesehen, was die Typen mit Richard Boris gemacht haben. Wenn ich hier weiter bleibe, bedeutet es Lebensgefahr. Wenn man Fesseln nicht durchschneiden kann, kann man sie vielleicht durchbrennen. Ich frage mich, wie der Darren das geschrieben hat. Wo hat er einen Stift her? Wie hat er das Buch aufgeklappt und oder vielleicht haben das der Orden gemacht, so. Hey, weißt du, hier, wir schreiben dir erstmal ins Tagebuch. Wie du die Fesseln lösen kannst. Die nächste Frage wären aber, wie kann er lesen? Ich meine, er ist ja Fragen über Fragen. Na gut. Tagebuch nützlich, ne? Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Naja. Du warst im Bunker, das muss jetzt nicht darauf hindeuten, dass du so lange ausgeschaltet warst. Es war dunkel, als den Ding gegangen war, würde ich einfach sagen. Also auf einen normalen Tagesschlaf, 8-9 Stunden. Nein, du warst noch im Bunker, wenn man so 2 Stunden Zeit rechnet, würde ich sagen 8-9 Stunden. Eine dünne Holzleiste. Ich glaube, ich kann sie erreichen. Hab sie. Eine dünne, gut 50 cm lange Holzleiste. Könnte ein Stück von einer Zierleiste oder sowas in der Art sein. Ach, das geht. Eine alte Petroleumlampe. Sieht mir ziemlich groß und schwer aus. Das Glas fehlt.
Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange warst du ausgeschaltet? Ja, Darren, das kann ich auch nicht sagen. Ich glaube, das kann dir aber hier niemand im Raum beantworten. Ja, wir verstehen, was ich mit dem Lappen machen soll. Ja, da ist der Ausgang. Einige Scherben, vermutlich von der kaputten Öllampe. Sie sind gewölbt und relativ dick. Ich meine, damit können wir uns jetzt aber nicht die Fesseln, damit können wir uns die Fesseln durchschneiden. Warte. So, dann. Ich komme nicht dran. Weißt du. Was? Ich könnte versuchen, die Flasche aufzuschneiden. Das Petroleum hat sich verteilt und etwas davon ist in die Holzritzen gelaufen. Aber eine kleine Pfütze ist geblieben. Okay, du saust dich also mit Petroleum. Ja, okay. Wer immer mich festgebunden hat, wusste... Na, warte, nimm jetzt mal den Lappen. Genau. Den sauber machen. Genau. Ich glaube, ich habe alles erwischt. Der Lappen ist jetzt in Petroleum getränkt. Ich lasse ihn lieber da liegen. Ja, toll gemacht. Mach ja mal die Regale ab. Der Lappen ist mit Petroleum getränkt. Zumindest Teile davon. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Durch die vernagelten Fenster strahlt helles Tageslicht. Wie lange war ich ausgeschaltet? Weiß es nicht. Noch eine Glasscheibe? Wofür? Und damit steche ich jetzt in den Führer ab. In Ordnung. Ich halte die Glasscherbe in einen der Sonnenstrahlen. Ich glaube, es geht. Die Scherbe bündelt das Licht und erhitzt einen kleinen Punkt auf dem Stoff. Das müsste eigentlich... Wow! Na bitte! Okay, machen wir ein Lagerfeuer. In Ordnung. Ich müsste da ankommen. Das sieht schon besser aus. Ah. Das ist schon mal viel besser. Nice. Dann nehmen wir das doch mal in Fesselt, genau. So. Bestimmt, wenn ich jetzt aus dieser Tür rausgehen will, ne, dann die schon abgeschossen, oder? Flur mit einer Treppe am Ende.
Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Was zum Teufel war das denn? Hallo? Ja, wir sind angekommen. Es ist schön hier. Alles genau, wie Sie gesagt haben. Nein, Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich weiß, der Mann war nicht so nett zu mir, aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Ja, ich pass auf. Tschüss. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Da unten sitzt Bobby. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Dann weiß ich, glaube ich, auch, von wo wir sind. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Dann sind wir, glaube ich, im Worlds. Kapitel 3 von Black Mirror 1. Dieses Schloss, das man besucht, um diesen einen Seelenschlüssel zu bekommen. Ich glaube, das ist der Ort. Gut, seltsame Stelle. Ich wusste doch nicht, dass sie aufgeht. Ich dachte, sie geht nicht auf. Diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Ein Geheimfach. Oh. Nanu? Kinderspielzeug. Oh, cool. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss sich ein Kind ein Lager angelegt haben. Ich hab schon das Spielzeugauto mitgenommen. Mehr von dem Zeug brauche ich nicht. Sieht aus wie stramm verschnürte Stoffe. Handtücher, Bettbezüge, Laken, Decken. Vielleicht konnten die Bewohner sie nicht mitnehmen, wollten sie aber auch nicht einfach den Ratten und Mäusen überlassen. Deswegen haben sie sie so eng zusammengeschnürt, wie es ging. Dieses Seil war um meinen Oberkörper gewickelt. Es ist deutlich länger als die anderen Stücke. Na komm, ein bisschen Seil, dann schleichen wir uns an, dann drosseln ihn. Nein. Aber die Frage ist... Das Ding wiegt mindestens 30 Kilo. Das schleppe ich lieber nicht mit mir rum. Aber müssen wir es anhängen können, ne? Hübsch, hässlich. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Zwei Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Also ist gerade hier Bobby dahinter steckt. Ich meine, was ist das aber? Okay, Tom auch. Ja, mit den beiden haben wir geredet. Unter dem Stadtbild steht auf einem Messingschild etwas. Cardiff 1812. Ah. Wenn Bobby den leeren Stuhl sieht, wird sogar er kapieren, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn Bobby den leeren Stuhl sieht, wird sogar er kapieren, dass hier etwas nicht stimmt. Das stimmt leider. Okay. Ich knote das Seil um einige der Bindfäden. So. Ich habe das Seil an den Ballen geknotet. Cool. Wenn Bobby den leeren Stuhl sieht, wird sogar er kapieren, dass hier etwas nicht stimmt. Okay, ich war zuvor noch nie hier. Aber dieser Raum da unten, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Bobby sitzt immer noch vor dem Fernseher. Ich komme an ihm nicht unbemerkt vorbei.
Geh doch mal ins Fenster. Die Fenster sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Was sagt uns der Laken? Mal sehen, was sich dahinter versteckt. Interessant. Ein Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich... Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken Sie hinter der ganzen Sache? Der Stammbaum der Familie Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Mensch, wie nett. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüber hängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Man könnte es... Warte. Die Puppe bildet in etwa einen menschlichen Oberkörper nach, aber ein Kopf fehlt. Ein Kopf. In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. Vielleicht finden wir da ja einen kleinen Kopf. Gut, dann ein Kopf? Man kann, glaube ich, seine Perücken da drauf setzen, damit sie sich nicht verformen. Den kann ich gut gebrauchen. Gut. Dann müssen wir sozusagen unseren eigenen Körper nachbauen. Wackelt etwas. Aber die Stuhllehne stützt den Kopf. Die Form entspricht schon mal der eines Menschen. Aber auch Bobby ist nicht blind. Er wird sofort erkennen, dass nicht ich auf dem Stuhl sitze. Willst du natürlich immer die Fesseln, ne? Okay. Gar nicht schlecht. Nee, Fesseln gar nicht, ne? Nein. Ich habe das Seil an den Ballen geknotet. Mal sehen. Das funktioniert schon mal. Das Seil ist am Ballen befestigt und liegt über dem Balken. Sieht vielversprechend aus. Irgendwie muss ich meinen gewissenhaften Wächter in den Raum locken. Das hier. Das gute alte Spielzeugauto. Okay, jetzt gilt es schnell zu handeln. Hallo? Alles okay? Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. So, und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Er ist immer noch bewusstlos und gefesselt. Er ist immer noch bewusstlos und... Ganz kurz mal speichern.
Erneute Freiheit. Mal gucken, ob das hinkommt. Gott, ich geh da mal, ne? Hoffen wir, dass Tom nicht ausgerechnet jetzt vom Einkaufen zurückkommt. Und dass es nicht allzu weit bis zum nächsten Ort ist. Warte. Das Auto scheint den Sturz gut überstanden zu haben. Genau, und wenn man jetzt hier nach oben geht, ich kann ja mal einen ganz kleinen Trick zeigen. Genau, es geht tatsächlich. Ah, dann hängt sich zwar das Spiel auf, aber es ist ein kleiner Bug, den ich damals irgendwie mal entdeckt habe, aus Zufall. Gut, Leute, deswegen habe ich auch vorher gespeichert und deswegen beenden wir natürlich auch mit diesem Bug die Folge. Man löst den Bug aber auch tatsächlich nur aus, wenn man das so macht, und ich wollte ihn einfach euch unbedingt mal zeigen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Beim nächsten Mal geht es dann weiter auch ohne Bugs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Pirates. Ich schau kurz das Spiel neu. Haut rein. Ciao.